Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Ebbelauer Abuna. Ich habe mir sagen lassen, dass das D in Abuna stumm ist, nicht gesprochen wird. Deswegen mache ich es jetzt hier genauso. Ja, Ebbelauer ist eine Brennerei, liegt in der Speyside und Ebbelauer heißt auf Deutsch so viel wie Mund des plätschernden Baches. Ach, da ist jetzt nichts Verwerfliches oder Perverses dran. Mit Mund meint man den Brunnen, den man auf dem Gelände der Brennerei Ebbelauer entdeckt hat. Und in der Gegend haben sich früher Druiden rumgetrieben. Und das Wasser aus diesem Brunnen soll besonders sauber und klar gewesen sein. Ja. Von Ebbelauer an sich habe ich jetzt mittlerweile einen ganzen Sack voll probiert. Ich blende euch hier mal die Playlist ein. Könnt ihr euch mal durchklicken. 10-Jährige, 12-Jährige, 16-Jährige und mein Favorit, der 18-Jährige. Und heute haben wir hier die Fassstärke. Der wird in sogenannten Batches abgefüllt. Das heißt, man wählt eine gewisse Anzahl von Fässern aus, die man miteinander vermischt. Und diese Fässer bilden dann die jeweilige Charge. Und somit hat auch jedes Batch einen anderen Alkoholgehalt. Das hier ist Batch 46 und hat einen Alkoholgehalt von 60,4 Volumenprozente. Ja, bei den anderen Ebbelauer Abfüllungen ist es so, dass sie alle kühl gefiltert sind, damit sie, sollten sie kalt werden durch Eiswürfel oder durch Versand, durch die Außentemperatur, dass sie nicht trüb werden. Und der hier hat so einen hohen Alkoholgehalt, dass man auf die Kühlfilterung verzichten kann. Auch die anderen Ebbelauer sind alles Mischungen oder Nachreifungen, Ex-Bourbon-Fässer, Ex-Sherry-Fässer. Und hier hat man jetzt einen 100%ige Reifung in spanischen Oloroso-Sherry-Fässern. Ja? Allerdings steht hier nicht drauf, ob der ungefärbt ist. Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Ich finde es nur schön, ne? Hier hat man draufgeschrieben, sieht aus, als wäre das wunderbar handschriftlich hier draufgeschrieben, den Alkoholgehalt. Aber hier hinten ist es gedruckt, PC-Layout und das hier vorne natürlich auch, ne? Ja klar, bei der Menge an Flaschen, die da rausgeht, da schreibt man nicht mehr handschriftlich raus. Wenn es dann mal in die Preiskategorie vierstellig geht, dann könnte es schon eher mal der Fall sein, dass da jemand handschriftlich drauf schreibt. Aber hier bei dem eher nicht. Also sollte er ungefärbt sein, hat er eine wahnsinnsdunkle Farbe. Also das ist ein richtig, das ist schon, geht schon ins Dunkelkupferne, ins Rostartige, also wahnsinnig dunkel. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich in letzter Zeit einen dunkleren Single Malt im Glas hatte. Schön, die Farbe. Aber vielleicht ist er auch gefärbt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, der Alkohol ist spürbar, aber nicht stechend oder unangenehm. Klar muss er da sein, 60 Volumenprozent, aber er ist nicht unangenehm, er stört nicht. Und ich bin nicht so der Fassstärkentrinker. Süß, in der Nase süß. Ich versuche jetzt gerade aufzuschlüsseln, weil da ist einiges drin, was man hier erriechen kann. Die Süße kommt von Datteln kommen. Ein bisschen erinnert er mich an Pflaumenmus. Mir früher als Kind nie geschmeckt Pflaumenmus, ne? Heute geht's mir ganz gut ab. Bisschen nussig ist er. Ja, dieses Oloroso Sherryfass, was früher eigentlich zum Großteil aus europäischer Eiche war, aber in der heutigen Zeit auch aus amerikanischer Weißeiche, gibt so ganz markante und typische Aromen an den Whisky weiter. Und es ist oftmals diese Nussigkeit und diese Dunkelfruchtigkeit in Form von Pflaume und Datteln. Das ist hier ganz deutlich. Ich werde ihn jetzt erstmal pur probieren, ohne verdünnen, und dann gebe ich mal ein bisschen Wasser dazu, um zu gucken, ob es ihm gut tut oder nicht so gut tut oder ob da noch andere Aromen rauskommen durch das Wasser. Starker, voller Antritt, Alkohol, toll eingebunden dafür, dass er 60 Volumenprozent hat. Oder wenn wir genau sind, 60,4. Ja, sowas wie
Kaffee, Cappuccino hat einen süßen Touch, ist eher Cappuccino. Dann die Datteln ganz deutlich. Ja, die dunklen Trauben sind da. Die gewisse Nussigkeit ist da. Der Alkohol belegt den ganzen Mund. Boah, da ist Kraft, da ist Dampf dahinter. Ne? Abgang natürlich lang, auch dem Alkohol geschuldet. Da geht was ab im Mund. Jetzt tun wir mal ein bisschen Wasser dazu. Aber nicht viel, weil der Alkohol hier nicht so brennend war. Das weiß ich schon. Jo, hier starke Schlierenbildung. Dann dauert es immer ein Momentchen, bis das Wasser und der Alkohol, die sich eigentlich nicht so schön vertragen, bis die mal so eine Mischung eingehen, dass wieder Aroma aufsteigen. Oh, der riecht jetzt anders. Ja klar, der Alkohol geht ein Stück weit weg, der macht jetzt auf. Jetzt wird er ein bisschen floral, ein bisschen Zitrusfrucht kommt, oder sagen wir mal, diese Zitrone in Mischung, in Kombination mit dieser floralen Note, dann so, ja, das erinnert mich so ein bisschen an Zitronenmelisse. Habe ich im Auto so ein paar Bonbons, die riechen und schmecken danach. Ein bisschen ledrig wird er jetzt. Also unheimlich komplex in der Nase, dafür, dass er keine Altersangabe trägt. Heftig, aromreich, ja, also heftig im positiven Sinne. Da könnte ich noch eine halbe Stunde hier Video drehen und Nase reinhalten. Ich finde da immer andere Sachen. Ja, jetzt ist er weicher, geschmeidiger im Mund. Jetzt kommt auch ganz, ganz deutlich die Vanille. Ja, ein bisschen die Zitrusfrucht tatsächlich auch. Die wurde vorher von dieser Dunkelfruchtigkeit überdeckt. Jetzt mit Wasser wird alles ein bisschen leichter, angenehmer. Gefällt mir sehr gut. Und mit Wasser verdünnt erinnert er mich sehr an den Glendronach nach 12 Jahren. Also ich denke, dass der mindestens 10 Jahre Reifezeit hat. Und wenn er 10 hat, frage ich mich, warum sie es nicht draufschreiben. Keine Ahnung. Also eine der wenigen Fassstärken, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, der ist dem 18-Jährigen in seiner Qualität oder ich sag mal in, ja, wie er eben ist, dem 18-Jährigen in meiner Meinung ebenbürtig. Super Teil, kann ich empfehlen. Wer auf Sherry-Fass steht, wer auf Fassstärke steht, der kommt an dem Ding nicht vorbei. Hammerding. Wie gesagt, Batch 46, guckt, was es aktuell gibt, was ihr aktuell bekommt. Jedes Batch wird ein bisschen unterschiedlich ausfallen, ist ganz klar, aber insgesamt werden die Unterschiede nicht so groß sein. Das soll es gewesen sein mit dem Abuna. Hat mich gefreut, dass ihr mir zugeschaut habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, euch die anderen Appellauer-Videos anschaut und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!